Nice. Achso, geht mal gar nicht hin. Weißt du, dass es mir irgendwie so vorkommt, als ob wir alle diese Challenge schon mal irgendwie gemacht haben? Nee. Es war die goldene da drüben. Ja, die sah irgendwie ziemlich ähnlich aus. So mit dem. Oh, Und so eine ja, gibt es dann auch sicher. nochmal in Lapis halt. Ja, sicher. Sichhaare? Ja, So eine sicher. Challenges sind immer die letzten von Gold, Dia und Das sind Lapis. immer die, die am beschissensten sind. Ja. Ich fühle mich Alter eigentlich gar Junge. nicht so lustig. Nein, schade. Zweimal gedrückt. Alter, Also kannst du mal mach aufhören, auf den die Fresse Schalter zu gehen. wieder. Du Wer schlägst macht? mich einfach und dann schlägst du mich einfach weiter. Los, jetzt fall da runter. Boah, ich hasse so eine um die Ecke Alter, der Springteile. springt nicht, Junge. Ich drück immer, denke ich mal, so eine Milliardenstel Sekunde. Oh, ich bin von der Leiter geslidet, Ich ey. drück immer. Ja, genau, sowas hasse ich, wenn man so von der Leiter slidet, ey. Diese Sprünge hasse ich. Ich drück immer eine Milliardenstel Sekunde zu Nervt. spät. Und wenn ich dann mal drücke, dann drücke ich immer zu Eine früh. Eine Milliarde. Milliardenstel Sekunde. Oh, Alter, das geht mir nur noch auf den Piss heute. Oiki. Mir geht alles einfach jetzt nur noch auf den Piss. Hey Fabio, wo bist du denn eigentlich morgen? Morgen bin ich einkaufen. Dann die Einkaufen, Leiter shoppen. für Weihnachten. Nein. Alter, wo Nö. denn ran, Junge? An die Leiter kommt man doch überhaupt nicht. Doch. Hä, ich bin vom. An welche Leiter Na, denn? die gegenüber ist. Das ist dumm, da war man doch schon mal dran. Boah, ey, der Sprung. Mann, Kann sein, Alter. dass du voll in die falsche Richtung springst, Sascha. Dieser scheiß Leertaste, ganz ehrlich, Junge, da könnte ich ihm einfach nur die Fresse einschlagen. Boah, ich hasse diesen Job hier. Mann, Alter. Jetzt kippt mein Popschutz hier Boah, weg. Alter. Alter, Fabio, du gehst mir gerade, du hilfst nicht, ne? Du gehst mir einfach auch nur auf den Piss. Boah, Scheiße, jetzt hat er mich hinter den Zaun gekickt. Sascha, das war zu langsam. Alter, mir geht es nur noch auf die Eier. Ich mach gleich Schluss hier, dann könnt ihr alleine weiterspringen. Boah, ey, wie man immer durch die. Alter, hätte ich nicht gedrückt, wäre ich drauf gekommen. Alter, als ob ich nicht drauf war, Junge. Mann, nimm doch mal die Beine hoch, du scheiß Ronald McDonald Pissclown, ey, Scheiße. Pedo-Wichser. Boah, Junge, geht mir das auf die Eier. Ich schaff nicht mal den. Tim, mach mich OP, ich will Fabio bannen. Ich will ihn IP bannen. Ich will den IP bannen, nochmal normal bannen. Am liebsten würde ich ihn im echten Leben auch bannen. Ja. Da Warte, du hinten hast es drauf. geschafft. Scheiße. Ah, nee. Mann, Ich Alter, will ihn schon wieder eine. Mann, IP-Bann. wieso? Oh, Wieso? Sascha, du Jetzt verkackst sprintet der nicht, Alter. Mir dein geht es nur auf den Piss, Junge. Ich schlag gleich meinen Computer zusammen, ganz ehrlich. Sprung. Du verkackst beim zweiten Sprung, Mir geht es Sascha. alles nur auf den Piss, ganz ehrlich. Fabio, halt die Klappe, ganz ehrlich. Sonst werde ich, wenn ich dich irgendwann mal treffe, wenn ich dich irgendwann mal wieder sehe, dann, Junge, ich schwöre dir, ich schwöre dir, ich schwöre dir, du wirst es nicht überleben. Du wirst es nicht überleben. Wieso denn? Nur weil du bei Minecraft Nur weil fällst? er geht mir auf die, er geht mir einfach so tierisch auf die Eier. Er geht mir so tierisch auf die Eier. Mir geht die Challenge auch so tierisch Läuft auf die irgendwas Eier. nicht hier? Kann sein, dass ich hier falsch bin. Ja, Fabio. Ich wusste auch nicht, wo man da lang geht. Hier ist Redstone. Ich weiß. Oh, ich schaff den ersten Sprung nicht. Ich bin ein Arschloch. Das ist Redstone, du Scheißdrecks.
Liste. Nee, da war nichts kein Bock. Scheiße. Junge, als ob. Ganz ehrlich, jetzt. Scheiße, ganz Mann, ehrlich, jetzt, ganz ehrlich. Jetzt, Junge. Soll ich hier an die, soll ich da an die Leiter springen? An die Leiter da? Nein, Sascha. Sollst du nicht. Von der Leiter kommt man doch. Welche Leiter meinst du? An die. Nein. Guck mal, jetzt springt man an die Leiter von denen. Meine ich doch, Junge. Ja, natürlich soll man da rein. Ja, Alter, ich bin bis zum Rand gelaufen, sonst wäre ich runtergefallen und da hätte ich trotzdem nicht festgehalten. Du musst doch sprinten. Ach nee, was jetzt? Boah, Fabio macht seine Lehren hier. Ja. Das schaffst du oder Dr. nicht? Fabio ist, Dr. Fabio macht seine Lehren. Einfacher Sprung. Aber Fabio, den hast du auch schon mal gefailt. Bis zum Rand gelaufen, bis zum Rand. Und der was? Ja, natürlich habe ich den auch schon mal gefailt, aber ich habe ihn auch schon ziemlich oft geschafft. Ja, ja. Guck, Sascha, geschafft. Halt's Maul. Schon wieder. Er hält sich nicht mehr fest. Ich bin nicht mal annähernd dran. Ich laufe immer bis zum Rand, wenn ich auch nur. Machst du auch sneaken? Ja, mache ich immer. Aber er hält sich einfach nicht fest. Und jetzt sprintet er wieder nicht. Ich bin ein kleiner, fetter, kleiner Schwanzpimmel, Wichsarsch. Ficken, Huren, Schwanz, gelutschtes, arm Marihuana, Kind, ey. Es wird immer so bei den Aufnahmen, irgendwann. Geht's mir einfach tierisch auf den Pilz, ich mach gleich Schluss, Junge, auch wenn ich dich einfach mir mitten in der Challenge sind. Mir geht es nur auf die Eier. Oh, da ist eine Katze hier unter der Brücke. Alter! Guck mal, Sascha, wer da unten ist. Ah, meine Klöten hängen hier unten. Nee. Alter, wo zur Hölle soll ich hin? Ja, weiß ich doch auch nicht. Du sollst ins Grab, bitte. Ach, da! Wo denn? Zeig mal. Ja, war ich auch. Ach so. Oh, ich hab den Sprung mal geschafft. Wahnsinn, verkacke ich sicherlich den hier. Scheiße, Mann, jetzt bin ich schon da unten. Wo? Oh. An die Leiter da, ja. Ja, klar. Hm, ganz normal. Ja, den Sprung macht ja jeder. Ja, da slidet man. Ja, den ich erinnere ich. Den habe ich gemacht. Wohin jetzt? Dahin, ja, super. Was ist? An die Challenge erinnere ich mich wieder. Die haben wir schon mal gemacht. Ja, ich wir beide. Ja. Wohin soll ich jetzt bitte? Warte. Kann man irgendwas sagen, wo ich soll? Hierhin. Dahin, okay. Natürlich, ich spring wieder nicht. Nö, wer will denn schon springen? Ach, weißt du was, meine Beine, ich säg die einfach ab, ne, und ess sie auf. Verkauf sie als Burger. Boah, Junge, mal ganz ehrlich. Das wäre doch mal ehrlich. Eine übelst geile Idee, so Saschas Burger. Seinen haarigen Bein. Schuld immer an irgendwas anderem. Es ist entweder der Computer oder die Tastatur oder sonst irgendwas. Ja, du bist an allem schuld. Du bist halt einfach die schlechte Karma, ne, weißt du? Du hast diese Fabio-Ausstrahlung, die mir einfach tierisch auf die Nüsse geht. Du bist einfach einen Sprung nicht schafft. Boah, Fabio schafft diesen Eckenjump hier nicht mehr. Ja, den habe ich auch gemacht. Alter, ich schaff den ersten Sprung. Ich schaff ihn aber die ganze Zeit nicht. Ich schaff den ersten Sprung einfach nicht, ne? Die ganze Zeit gerade nicht mehr. Ja, guck, genau das meine ich. Alter. Ich schaff den Sprung nicht. Ja, was meinst du jetzt damit, bitte? Ja, deine Noobigkeit meine ich damit. Alter, ich ramm dir meine Noobigkeit gleich in den Arsch. Kannst du sehen, wie es dir gefällt? Du wirst nie wieder auf den ersten Block kommen, Junge. Ich werde jetzt hier unten einfach nur stehen. Ich werde jetzt hier unten stehen und warten. Geh einfach sterben. Alter, jetzt macht er sich Game Mode. Tim, mach mich OP einfach. Bitte. Mach mich einfach OP. Nein! Ich stehe auch für euch beide. Danke. Scheiße. Boah, ey, dieser Jump, wo die Katze da oben drauf steht. Alter, ich mach jetzt gleich einen Cut, ich hab jetzt keinen Bock mehr. Boah, Sascha, ganz ehrlich, das ist die letzte. Ja, ich hab keinen Bock mehr, Junge. Wenn ich keinen Bock mehr habe, dann hab ich keinen Bock mehr, dann nehme ich auch nicht weiter auf. Wenn ich auf die Aufnahme keinen Bock habe und weiter aufnehmen muss, dann nehme ich kein Projekt, dann hab ich aufs Projekt keinen Bock mehr und dann nehme ich das Projekt weiter nicht auf. Genauso was auch bei Max Payne 3.
Nachdem wir gingen den ganzen Piss nur auf die Eier, weil die ganze Zeit die HDPVR abgestürzt ist. Wegen diesem Schwanzwackelkontakt hinten. Ich weiß noch, die Folge, wo du die Beschwerde eingereicht hast. Das war immer lustig. Da war ich gerade bei Fabio, wir haben beide was gegessen. Und naja, dann hatten wir halt die Idee, weil du Max Payne spielst, dann dachten wir, dass du aufnimmst. Ja, da habt ihr mich halt, also seid ihr mir auf die Eier gegangen und darauf bin ich heute noch stolz, dass ich das gemacht habe. Ja. Dass ich euch da gemeldet habe wegen, ich habe mich ja mehrmals gemeldet, glaube ich. Ich habe mich einmal so gemeldet und dann noch ein paar Mal nach der Aufnahme. Ärgerlich. Ich habe euch blockiert. Ja, und was bringt es dir da? Ich hatte euch blockiert und dann nochmal irgendwie wegen störender Kommunikation da irgendwie gemeldet. Ja, und er hat eine Beschwerde eingereicht. Ja, das war ja das, die Beschwerde. Beschwerde eingereicht und Kommunikation blockiert. So unnötige, das hat sie gebracht, gar nichts. Beschwerde eingereicht, gebracht. Was bringt es? Ich habe mich besser gefühlt. Ihr seid mir einfach so auf die Eier gegangen, ich war so oder so schon angepisst, weil mir während der Aufnahme wieder einmal die HDPVR abgeschissen ist. Und ich hab's nicht gemerkt. Weil man es ja nicht sieht an der Xbox leider, steht ja nirgendwo von wegen HDPVR nicht mehr eingesteckt oder so. Nein, das sieht man dann irgendwie nach 10 Minuten lang, sieht man das dann, wenn man auf den Monitor irgendwann guckt. Ich hab Max Payne, weil ich es mir ausgeliehen habe, bei einem Wochenende nicht gespielt. Krank. Ich hätte es mir sogar von dir ausgeliehen, oder? Ja. Ja, ich stand halt unter Zeitdruck. Ja. Ich glaube, ich habe sogar zweimal durchgespielt. Und ich habe alle goldenen Waffenteile. Alter, ganz ehrlich, weißt du, mir das einfach nur, es geht mir einfach nur auf den Pisti-Challenge. Ich mache gleich einen Cut, ist mir jetzt egal. 5 Minuten noch, dann nochmal einen Cut. Was, dann schaffe ich es. Hab die Zeit noch im Hinterkopf. Boah, ey, hast du dich jetzt ernsthaft gedeobt? Ich hab euch beide gedeobt, weil ich auf den Chess Game Bock mehr hab. Ich wollte gerade erst. Ist das nicht schön so? Ah. Ich brauche einfach mal ganz kurz Ruhe. Ich kann doch so, das geht doch einfach nicht, ey. Wenn ich da die ganze Zeit von denen hier bedudelt werde und dann mich. Das geht auch nicht, ey. Alter. Jetzt muss mein Kopf erstmal wieder zur Ruhe kommen. Ich muss Fabios Stimme verarbeiten. Die ist einfach gerade. Die schwirrt in meinem Kopf so rum. Das geht gar nicht. Ja, fick dich, Fabio, ganz ehrlich. Boah, Alter, ja, bin ich angepisst, ganz ehrlich. Mir geht die Challenge wirklich nur noch auf die Eier. Sowas kann ich einfach gar nicht abhaben, ne? So, das sind so eine kleinen Sprünge, die man eigentlich. Man kann die ganz einfach schaffen, aber man schafft sie einfach nicht, weil die einfach so schwul sind. Dann denkt man sich, Alter, es ist schwul. Ja, das denkt man sich dabei und dann bin ich andauernd am Upragen. Also tut mir echt leid, wenn ihr hier mein Gerage mithören müsst, aber. Es ist einfach so, dass mir das einfach tierisch gerade auf die. Es geht mir einfach tierisch auf die Eier, das ist einfach so. Wenn dann Fabi auch im Hintergrund die ganze Zeit irgendwelche Scheiße labert oder Tim oder wie alle Scheiße labern, dann, ganz ehrlich, dann wird mein Gehirn so zu Brei. Das ist total unmöglich. Ich weiß ja nicht, was die im Hintergrund da gerade labern, aber ich will es auch eigentlich gar nicht wissen. Boah, ich brauche jetzt einfach mal ganz kurz diesen kurzen Moment der Ruhe. Es ist einfach so schön. Ein bisschen haben sie noch Zeit, zwei Minuten haben sie noch und dann. Ich kann heute einfach nicht mehr, das geht nicht. Da ist so der Punkt erreicht, dann denke ich mir einfach so, scheiße, Mann. Du hast keinen Bock mehr. Du kannst nichts mehr. Dann mach einfach einen Cut. Aber wenn die ja hier alle noch, lassen sie noch weiterspielen. Wir wollen aber noch springen gehen. Ja, dann. Dann lasse ich die noch kurz und dann. Es geht einfach nicht und ich bin nur generell, wie schon gesagt, angepisst wegen diesem Piss mit Arma, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was sie da für ein Kackproblem haben mit Bohemia, mit dem Battle-Eiding, ey. Das ist einfach so anormal, was die da alles für einen Scheiß verzapfen andauernd. Dass die ganzen
Hacker, keine Ahnung, da halt so im Spiel bleiben. Wahrscheinlich, weil sie die ganzen Keys von anderen Leuten klauen. Und die normalen Spieler wie ich dann durch die Hacker gebannt werden. Das ist einfach Wahnsinn. Da finde ich, da fühle ich mich, muss ich sagen, extrem verarscht. Und ja, es ist einfach. Also sorry, wenn ich heute so etwas angepisst wirke, dann. Es tut mir leid, aber dagegen kann ich jetzt nichts machen. Wohin muss ich denn jetzt da oben hin? Okay, was ist denn hier? Ach so. Okay, jetzt schalte ich wieder zu. Jetzt können sie noch wieder reden. So. Oh, dieser kurze Moment der Ruhe war wunderschön. Ja, hatten wir auch. Hat uns nicht gehört? Ja, ich habe euch stumm geschaltet. Okay, aber in der Aufnahme hört man nein. Oh, ist aber schade. Ich hätte so witzige Sachen gesagt. Tja, verkackt. Ich brauchte einfach diesen Moment der Ruhe, Alter. Das hat einfach jetzt mein Gehirn sowas von negativ stimuliert, deine Stimme. Und also, Tim und ich sind jetzt richtig gut gelaunt. So. Das wurde so zu dampfender Scheiße, mein Gehirn. Das ist richtig schön am Blubbern, Junge. Okay, machen wir jetzt einen Cut. Ich bin jetzt hier oben, ich will hier oben bleiben. Sascha. Ja. Ja, was gibt's? Ich mach in 5 Minuten Cut. Auf die Seite wiederkommen. Ja. Ja, okay, ich mach jetzt einen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bewertet die Videos, je nachdem, was fandet. Wenn ihr ein Abo für mich übrig hättet, dann wäre das ganz nett. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Episode von Let's Play HJC. Ja, bla bla bla. Bis dann.